mehr zu Ruhm kommen und so. Das sind natürlich die kleinen Firmen schon, aber für was braucht zum Beispiel Sony Werbung für die PlayStation 4? Wieso? Die sieht man jeden Tag 20 Mal, diese Werbung. Und jeder Mensch kennt PlayStation 4. Das ist übertrieben. Also, ist es für Sony eigentlich nur noch Geldmacherei und sonst nichts. Durch Ruhm. Immer wie mehr Ruhm wollen die. Und ja. Kaufen so viele Menschen. Also. Stellen so viele Menschen ein. Um dann wieder 5000 auf Stück wegzuradieren. Aus dem Job zu streichen. Alles Mögliche. Ja, so was auf der Welt geht es. Was sollen die dann machen? Einen Job suchen, ja, wird schwer sein. Vor allem das, weil das alles unqualifizierte Arbeiter sind und so. Das sind nicht so wie bei uns so Menschen, die am Computer alles machen können. Die lernen das für einen Tag und dann müssen sie etwas anderes machen oder machen immer das gleiche, wie zum Beispiel Teile zusammensetzen und so. Also sind aussehen ganz anders. Und wohnen in so ein Quadrat große Wohnungen, zerquetscht mit Kühlschrank und Bett. So richtig. Quatsch, quetsch. So richtig. Ja. Die Realität sieht immer anders aus und ich bin so einer, der da genau hinschaut und auch recherchiert und ja, dieses Wort kann ich immer noch nicht aussprechen. Ja, ja, aber es ist... Aber es ist jetzt gut, dass ich nicht mehr so denke, weil... Ich wurde leicht depressiv wegen solch viel Dummheit und Gemeinheit und so. Und ich denke einfach nicht mehr dran, ich will die Games spielen. Nicht, weil es die Entwickler so viel Werbung machen als mögliches, sondern weil es gute Spiele sind oder ja, wie zum Beispiel bei Requiem einfach eine Motivation da ist, die ohne die ich nicht. Es gar nicht spielen würde. Wieso ist hier ein Schwert? Ah, das ist Wildfern. Gregor. Okay. Gehen wir zum Gregor. Steinchen. Magnanit. So ist der. Da. Schon beendet. Wow, war das ein guter Quest. Ja, ist vielleicht für manche schwer hier hochzugehen, wenn es so kurvig ist. Oh, nee. Wieso sind die schon der Mauer? Lol. Schade, dass man die nicht sehen kann, wie sie jetzt reingehen und die Diamanten klauen. Die Edelsteine. Schade, schade. So, haben wir hier noch. Dark Fillings sind immer noch violett.
Oh, guck mal, der Berggoblin-Germanen. Ja, da gehen wir nach Monsugni runter. Aber jetzt diesmal hier doch. Oder wir könnten mal nach Gokstadt gehen. Na komm, wir gehen zum Moderator. Probieren nochmals, ob der endlich das Zeit droppt. Hildgard. Die Hildegard. Aus Final Fantasy 9. Da gab es auch ein Miniaturmodell. Vielleicht ist es das. Hier ist kein Weihnachtsbaum, schade. Gehen mal schauen wir mal unten, ob es Gesteine hat. Haben die irgendeine Schwester, dass sie morgen hier online sind? Da ist nochmals ein Schatz. Immer Gold drin. Sehr wenig haben Rüstungen und so. Echt schade. Ah, wir haben einen gepanzerten Schuppenhandschuh. Polierte Perle. Okay. Ist hier noch sonst etwas? Schau ich an, auch wieder leer geräumt. Oh je. Wieder leer geräumt überall. Ich mag das nicht. Ich will doch echt zeigen, wie ich Items einsammle. Sieht es, das Pferd ist zu fett. Kein Platz mehr, seht ihr? Kein Platz mehr. Okay. Sieht ja sehr realistisch. Zum Einschlafen heute Morgen. Zombie, der wieder. Wir skillen beim Monster um wieder. Dann haben wir das heute gemacht. Vergiss ich's nicht. Aber das Geschicklichkeit möchte ich schon skillen. Mal schauen, ob ich irgendwo anders ein bisschen weniger machen kann. Boah, immer gern. Kann hier nicht hoch. Doch, gut. Schauen wir mal, wie weit die sind. Ob sie die Edelsteine schon haben. Nein, natürlich nicht.
Müssen Sie erst nochmal das Tor aufkloppen. Ob es irgendwie sehr sehr ausgeglichen, nur in Eferia sind die zwei Schädel von den Roten. Und das dritte weiß ich nicht, wo das ist. Oder es ist auch hier. Ja, es ist auch hier. Okay. So, also es käme kurz um und ich mache dann Pause und nehme dann wieder auf, wenn es mir ein bisschen, wenn ich ein bisschen weniger müde bin. Boah, ist das teuer. 270 Goldmünzen. Shit. Also hier machen wir Voraussicht. Nix. Hier machen wir bis Spezialist. Kennen wir noch nicht. Hier brauchen wir nichts, oder? Ne. Hier. Machen wir bis Katzenreflexe. Und hier können wir gar nicht. Wieso haben wir jetzt plötzlich so wenig Punkte? Wir müssen hier ein paar rausnehmen. Mal kurz auf Geschicklichkeit. So, dann hier skillen wir Konzentration. Sohn des Windes. Da müssen wir auch nicht so viel skillen. So, jetzt können wir hierher skillen, bis uns die Ohren glühen. Das gehe ich jetzt auch nicht für das. Das ist ein bisschen zu schwach. Lassen wir das mal so. Jetzt können wir noch irgendwas skillen. Beweglichkeit, ist das gut so? Ne. Schuss wegreißen. Das können wir mal wegreißen anstatt Schild durchbohren. Und Adlerauge 55% mehr. 120 Sekunden, okay. Also haben wir mal ein bisschen umgeskillt. So. Gut. Okay. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und dann Level 28 und hoffentlich 29. Und sonst, ja. Wir nähern uns den Level 60. Okay, danke schön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Dragobasler. Bye, bye.